Besonders in der kühleren und feuchteren Jahreszeit sollte ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Fahrradpflege richten. Dadurch vermeide ich Funktionseinbußen, unter Umständen Reparaturen und es fährt sich leichter und angenehmer. Das Wichtigste und Auffälligste ist Kettenpflege. Das heißt, eine quietschende oder rostende Kette macht, dass das Rad viel schwerer fährt, viel schlechter schaltet und Spaß macht es auch nicht. Kettenpflege ist ganz einfach. Ich sollte allerdings spezielle Produkte dafür benutzen. Kein Nähmaschinenöl, weil ich fahre ja nicht mit einer Nähmaschine, sondern wirklich etwas, das für Fahrradketten geeignet ist. Dieses Kettenpflegemittel haftet viel besser bei Regen und Nässe und wird nicht gleich auf die Straße gewaschen und dann brauche ich nicht so oft pflegen. Es reicht dann alle 3-4 Wochen, je nachdem wie viel ich fahre und wie viel ich im Regen fahre, die Kette nachzuschmieren. Ein anderer Punkt, der pflegebedürftig ist, sind Lederkomponenten, im konkreten Fall Ledersättel. Viele Kunden haben gern Ledersättel, weil sie bequem und haltbar sind. Sie halten aber nur dann wirklich 10 oder 15 Jahre, wenn ich sie ganz gelegentlich auch mal pflege. Wenn sie nass werden, sollten sie nicht in der Hitze getrocknet werden, sondern einfach in Ruhe im Dunkeln austrocknen. Und zwischendurch musste man sie mit einem speziellen Lederpflegemittel imprägnieren und weich halten. Ganz besonders störend und aggressiv auf alle Metallkomponenten wirkt Salz, das im Winter natürlich verstreut und verspritzt wird und länger auf den Straßen bleibt. Um das Rad und Metallkomponenten vor Salz zu schützen, gibt es ein spezielles Sprühwachs. Und was viele gar nicht wissen, ich kann das auch auf die geschmierte Kette sprühen und es bildet einen Wachsschutzfilm, der dieses Öl länger auf der Kette hält. Das heißt, bei Regen wird das Öl nicht so früh herausgewaschen. Im Winter werden natürlich auch besondere Ansprüche an die Bekleidung für Radfahrer gestellt. Sie muss wasserfest sein, sie muss wärmen, sie muss aber trotzdem atmungsaktiv sein. Und ein schönes Beispiel ist die Jacke, die ich hier anhabe. Sie hat länger geschnittene Ärmel, dass ich beim zum Lenker greifen nicht im Freien greife. Sie hat ein länger geschnittenes Rückenteil, eine zusätzliche Tasche und verdeckte Reflektoren, die ich im Winter- oder Nachtbetrieb aufklappen kann. Und eine verdeckte, regengeschützte Belüftung der Jacke hat sie auch. Interessant ist auch das Regencape von Brooks, einem traditionellen englischen Hersteller. Ich kann dieses Regencape mit den Lederschnallen direkt am Sattel mitführen und befestigen. Und im Bedarfsfall schnalle ich es praktisch vom Fahrrad und habe einen großen, wasserdichten Regenschutz mit Kapuze. Zur Winterbekleidung gehört natürlich auch ein Helm, Schutz vor Sturz. Im Winter passiert das natürlich gehäuft. Und interessant sind Helme, die durch die Neonfarben zum Beispiel besonders sichtbar sind und zurzeit auch besonders modern, die ein integriertes Rücklicht haben, das die Sichtbarkeit noch einmal erhöht. Und dann gibt es Helme wie den Vienna Stadthelm, wo im Kaufpreis schon ein Regenschutz für den Winter inkludiert ist. Und für alle diese Helme kann ich natürlich ein Winterset, ein wärmendes Innenleben für den Winter, optional dazu bekommen. Lichtstarke Fahrradbeleuchtung ist heutzutage auch keine Hexerei mehr. So gibt es etwa dieses sehr kleine, leichte und mit 80 Lux besonders starke Vorderlicht, das noch dazu mit modernem Design glänzt. Ein LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion verbessert das Gesehenwerden beim nachfolgenden Verkehr enorm. Das Modell ist zudem mit Standlichtautomatik und Parkfunktion ausgerüstet. Für Räder ohne Dynamo fix montiert gibt es natürlich Batterielichter und mittlerweile Diodenbatterielichter mit weißen Leuchtdioden, die auch wirklich hell sind und mit Akkus betrieben werden. Den Akku kann ich dann über ein Kabel am USB-Port oder an einem USB-Lader aufladen und das Licht ist wirklich beeindruckend hell und kann in verschiedenen Modi leuchten oder blinken. Und bei voller Leistung reicht es für 3,5 Stunden. Es gibt eine Diode, die mir den Ladezustand anzeigt. Grün heißt vollgeladen. Und so kann ich dann auch, wenn ich länger unterwegs bin, das Licht rechtzeitig nachladen und habe Kontrolle darüber. Für Fahrer von Pedelecs und E-Bikes ein ganz interessantes Zubehör für den Winter ist ein Akkuschutz aus Neopren, der
gegen Kälte schützt, gegen Beschädigung und Kratzer und dadurch die Akkulaufzeit verlängern kann. Das wird einfach über den Akku geschoben. Das passt sehr schön formschlüssig und ich kann den Akku dann mit einem Handgriff wie sonst auch wieder auf das Fahrrad geben. Das hier im Beitrag gezeigte Zubehör ist im guten Fahrradfachhandel erhältlich und sorgt dafür, dass man auch in der kalten Jahreszeit sehr gut mit dem Fahrrad unterwegs sein kann.